Space in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumagentur. Das Fußballfieber ist nicht aufzuhalten. Ein Tor und 7 Spieler auf jeder Seite. Ein schnelles Mannschaftsspiel, streng nach den Regeln des menschlichen Fußballs gespielt. Das ist RoboSoccer, Fußball mit Robotern. Die FIFA heißt hier FIRA, also Weltroboter-Fußballverband. Regelmäßig messen internationale Teams ihre Kräfte bei Europa- und Weltmeisterschaften. Wenigstens bei diesem Fußballmatch haben die Österreicher die Blechnasen vorn. In diesem Trainingslager werden die Spielstrategien ausgetüftelt. Im Institut für Mechanik und Mechatronik an der Technischen Universität in Wien. Hier werden die Spieler mit einem guten Schuss artifizieller Intelligenz gedopt, der wissenschaftliche Trainer. Durch unterschiedliche Farben werden die Roboter erfasst. Auch die Spielfeldpositionen werden durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet. Dank der Kamerabilder kann der Computer das Spiel des Gegners und die Position des Fußballs analysieren. Dann überträgt er die Spielbefehle an seine Mannschaft. Im Computer ist verschiedene Software installiert. Zuerst das Strategielevel. Hier werden die Spielpositionen definiert. Im nächsten Level werden die Bewegungen bestimmt. Zum Beispiel der Befehl an den Torwart: Verteidige das Tor. Das Spiel wurde vor einigen Jahren vom südkoreanischen Professor Kim kodifiziert. Auch sein südkoreanischer Kollege Manwook Han ist seit Jahren im Roboterfußballfieber. Es ist eine gute Möglichkeit, um RoboSoccer als Versuchsverfahren öffentlich zu machen. Deswegen habe ich Professor Kim kontaktiert. Und er kam nach Wien für eine Demonstration. Zum ersten Mal wurde Roboterfußball in Europa gespielt. Nun bin ich ein internationales Roboterdenkmal. Professor Peter Kopacek ist ein Wissenschaftler von Weltrang mit großem Humor. Er leitet das Wiener Institut und ist treuer Fan und stolzer Vorsitzender seiner Robotermannschaft. Schwierig ist, dem breiten Publikum klarzumachen, was sich hinter den Kulissen abspielt. Very nice looking game. Durch Roboterfußball können wir Mini-Roboter entwickeln. Dahinter verbirgt sich eine komplexe Technologie, um den Weltraum zu erforschen. Die Wiener Mannschaft ist vom Advanced Concept Team der Europäischen Raumfahrtagentur ESA ausgewählt worden. Das Projekt heißt Furoshiki und unser Ziel war es, einen Miniaturroboter zu entwickeln. Dieser sollte sich im schwerelosen Raum auf einem Netz bewegen können. In non-gravity to move on a mesh. Ein Projekt, bei dem auch die japanische Raumfahrtagentur mitarbeitet. Es zielt darauf ab, Energie aus dem All zu gewinnen. Das Prinzip: ein großes Netz, das von Satelliten gehalten wird. Die Strahlung, die von photoelektrischen Zellen auf dem Netz aufgefangen wird, soll über die Satelliten per Laser auf die Erde geleitet werden. Die Mini-Roboter sollen diese Zellen aufbauen und auf dem Netz für Ordnung sorgen. Trainer Bernhard Putz ist auch für die Entwicklung von Mini-Robotern, genannt RoboSpace, verantwortlich. Am Anfang des Experiments waren die Satellitentöchter hier im Bereich des Muttersatelliten. Hier sind die 2 Mini-Satelliten, dort ein größerer Satellit. Stellen wir uns vor, dass die beiden kleinen Töchter, wenn sie auseinandergefahren sind, mit der Mutter auf dem Netz ein Dreieck bilden. So wird das Netz gespannt. Die erste Herausforderung war, einen Roboter zu bauen, der sich nicht im Netz verheddert.
So folgte auf das Sandwich-Modell Robbie Insect, eine Mischung aus Spinne und Tausendfüßler. In der Schwerelosigkeit kann Robbie Insect problemlos klettern, allerdings gibt es einen anderen Haken. Er kann nur zum Einsatz kommen, wenn das Netz gespannt ist, was nicht immer der Fall ist, also zum nächsten Mini-Roboter-Modell. Der andere besteht auch aus zwei Teilen. Das Netz ist zwischen ihnen. Ich kann das mal zeigen. Hier, das ist das Unterteil. Sein Prototyp hat sehr gut auch in instabiler Umgebung funktioniert. Der dritte Prototyp namens Robbie Junior ähnelt hingegen wieder dem Roboter Sandwich, konnte sich bei den ersten Tests allerdings auch bei einem sich bewegenden Netz behaupten. Jetzt steht die Feuerprobe im All an. Zwei Robbie Junior befinden sich an Bord einer Sonde, zusammen mit einem 20-Meter-Netz. Der Countdown läuft. Am Anfang waren die Drehungen noch sehr schnell. Das System bremste fast ganz perfekt. Nach einer Minute wurden die Töchter zur gleichen Zeit auseinandergefahren. Es hat nicht so ganz geklappt, das Netz auszubreiten. Nach etwa 2 Minuten kam ein Roboter heraus. Problem hierbei, die Satellitenmutter hatte schon angefangen, sich zu bewegen. Deshalb war unser Roboter nicht mehr in Reichweite. Die Kamerabilder sind nicht eindeutig genug. Allerdings hatte Robbie Junior trotz der Panne seine Aufgabe gemeistert. Der Roboter hat für 30 Sekunden perfekte Arbeit geleistet und sich auf dem Netz 2 Meter weit fortbewegt. Deswegen war er nicht mehr auf dem Bildschirm zu erkennen. Für uns und das Advanced Concept Team der ESA aber war es ein voller Erfolg. Applaus für die kleinen Roboter-Astronauten.